Guten Tag, Mimon Baraka, mein Name. Spreche ich da mit Herrn Michael Hoffmann? Kommt drauf an. Okay, worauf Ich kommt das meine, denn an? ich bin. Hallo? Michael Hoffmann, der von YouTube, wie geht's Ihnen denn heute? Bitte? Sind Sie Michael Hoffmann von YouTube? Was, das ist jetzt eine feige Anschuldigung, aber wie geht's Ihnen denn heute? Wie ist das denn mit den Strahlen heute? Ich glaube nicht, dass Sie Baracker sind oder sonst was, weil nämlich rein zufällig. Ich heute über meine private E-Mail-Adresse eine Drohung bekommen habe, der sich behauptet, er sei NWO-Anwalt. Und die E-Mail-Adresse kann niemand haben. Niemand. Ja, das weiß ich, dass der Herr NWO-Anwalt Sie angeschrieben hat. Und wie ist er dann an meine E-Mail-Adresse gekommen? Ja, das ist nicht, das ist, das müssen wir nicht Auskunft geben. Die Auskunft kann aber die Kripo. Ja, Das heißt wollen Sie Strahlenopfer zur Kripo gehen oder wie? Das ist aber sehr renitent. nein, ich kann nur die E-Mail weiterleiten an die Polizei. Ja, und was wird denn da passieren? Was meinen Sie denn da? Ja, wie kommt man an eine E-Mail-Adresse, die nirgendwo bekannt ist? Ja, Noch die nie. Polizei, die kann da ja machen, was sie will, aber was denken Sie, wer denn für die Strahlen zuständig ist? Glauben Sie, das macht der Herr NWO-Anwalt persönlich oder ich? Das macht die Polizei. Ja, wer denn sonst? Glauben Sie, das würde niemand bemerken? Okay, wollen wir ganz ehrlich, wollen wir mal in eine Reihe gehen. Eine Serie. Psychoterror beginnt ab 2008. Nein, angefangen ab 2004. Von draußen. Ein Mobber, der mich ständig mit meinem PC angreift. Ja, glauben Sie, 14 Jahre wird es von der Polizei nicht bemerkt, oder was? Die Polizei ist da schon involviert, das sollten Sie wissen. Dann würde ich gerne die Polizei gerne mal hier sehen. Ja, die Polizei, die sehen Sie ja nicht. Die Polizei, die muss das ja auch ein bisschen undercover machen, aber die Polizei weiß Bescheid und sie macht das. Glaube ich nicht. Ja gut, dann glauben Sie das eben nicht. Aber Sie wissen ja, dass bestrahlt wird. Ich werde hier mit Bildern bestrahlt. Okay? Und das von morgens bis abends und die ganze Nacht durch. Tatsache ist jedenfalls, ich werde abgehört. Tatsache ist, ich bekomme eine E-Mail, die kann ich jetzt nicht vorlesen. Guten Tag, Herr Hoffmann, Baraka hier. Haben Sie sich mal beruhigt? Wollen Sie jetzt reden? Ich habe keine Lust, mit Ihnen zu reden, besonders weil ich nicht glaube, dass Sie Baracke heißen. Warum glauben Sie das Warum? nicht? Obwohl ich jetzt gerade die E-Mail gesehen habe, was wollen Sie eigentlich von mir? Ja, das wissen Sie doch. Sie haben sich bei der NWO zu entschuldigen, das wissen Sie. Und Nein, ich da. entschuldige mich gar nicht, besonders weil Sie Urheberrechte verletzt haben. Man darf ein Video weder kopieren, noch darf man ein Video ein Stück ausschneiden, noch darf man das Stück verändern, noch darf man es nicht veröffentlichen. Ja, und was wollen Sie da jetzt machen? Wollen Sie eine Anzeige stellen bei der Polizei? Da lache ich doch. Die Anzeige ist gerade raus. Hehehehe. Ah, da lache ich, da lache ich. Die wird nicht bearbeitet werden, das sage ich Ihnen jetzt schon. Baraka, Da wird nichts Briefe, kommen. E-Mails und die Filme. Ich habe gehört, dass die Wer Polizei da? den Laser schon wieder ein bisschen weiter aufgestellt hat. Können Sie mir das bestätigen? Baraka, eine Frage. Ja. Kennst du einen Header? Bitte? Ob du einen Header kennst? Ein Header. Ja, du bist ja so schlau. Kennst du einen Header? Da müsste ich nachfragen. Ich könnte den ausfindig machen. Dieser Header ist von deinen E-Mails und ist bei der Polizei. Und jetzt, was wollen Sie machen? Haben Sie Anzeige gegen mich gestellt oder was? Tja, du hast halt recht, Paraka. Ich habe einen Betreuer. Und mein Betreuer hat mehr Rechte. Er verfolgt nämlich auch die Schweinerei. Oh ja, da machen Sie uns jetzt Angst. Ihr Betreuer wird sicher besser vernetzt sein als die Eine Polizei. interessante Frage, du kleiner Hosenpisser. Wie bist du auf die E-Mail gekommen? Und was habe ich auf deinen scheiß Videos gehört? Du Jagdverbrechern? Du Jagdverbrechern? Was schreien Sie denn jetzt so rum? Werden Sie Du mal nicht kleiner renitent? Hosenscheißer? Jagdverbrechern? Was sind Sie denn Das jetzt so habe ich nämlich auf renitent? dein Video gehört. Sie sind gerade sehr renitent, das gefällt mir gar nicht. Ich habe dein Video, mein Junge. Und das hast du mitgeteilt. Du Jagdverbrechern.
Ja, Verbrecher wie Sie. Ich bin keiner, mein Junge. Ja, anscheinend Ich wohl schon. nicht. Warum bestrahlt sie die Polizei dann, wenn sie kein Verbrecher sind? Welche Polizei, hä? Welche Polizei, Ja, die Polizei bei Ihnen in Li in Lage. Ja, gegen Ihre Kriminalität anscheinend. Warum schreien Sie denn jetzt so rum? Können Sie nicht ruhig bleiben? deine Schweinereien in Verbindung von Stimmen passen zusammen. Hoffmann. Hallo, Herr Hoffmann, hier ist wieder der Herr Baraka. Wie geht's Ihnen? Wollen Sie jetzt Psychotherapie machen, oder was? Ja, das wissen Sie doch schon seit 14 Jahren, was hier los ist, oder? Seit 2004, ne? Ich würde sagen, dass Ihr Dialekt begonnen hat mit 2002. Ach so, und was wird die Polizei machen? Die bestrahlt Sie doch die ganze Zeit schon. Und mal gucken, was die Polizei sagt, wenn sie ihre Handynummer hat. Ja, was soll die Polizei sagen? Die wird gar nichts machen. Haben Sie schon mal nachgedacht, warum 14 Jahre lang Terror ist und die Polizei nie jemand gefunden hat? Die Frage würde ich auch gerne beantwortet haben. Ja, waren Sie denn noch nie bei der Polizei? Wissen Sie, Sie wissen doch eigentlich, dass es nichts nützt. Ihre alten Nachrichten erhalten heute um 1:48 Uhr. Ich bin die Mutter des Herrn Maragall. Bitte lassen Sie uns in Frieden. Ich möchte nicht mehr, dass Sie meinen Sohn hier verfolgen oder mit bösen Anschuldigungen überreichen. Sonst werden Sie sehen, was Sie davon haben. Ha 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 ha! Mutter von Baraka!